Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast A New Beginning. Ja, in der letzten Folge, ich muss jetzt gerade mal gucken wegen den Farben. In der letzten Folge haben wir gesagt bekommen, wir sollen die Drohnen loswerden. Ach, ich gehe immer ins Falsche rein, Mann. Das ist aber noch ein ganzes Stück darum. Die Frage ist jetzt, hier war Wasser, oder? Oder ist hier direkt der Weg? Au. Irgendwann lerne ich das nochmal mit dem Fliegen. So. So, ich denke nämlich hier auf dem Weg sind wir ein bisschen schneller. Als wenn ich jetzt da irgendwie versuche rüber zu springen oder was weiß ich. Oh, da haben wir noch was zum Einsammeln. Sehr schön. Da war was zum Einsammeln. So, ich wollte eigentlich nur das Gelbe haben. Mann. Ich glaube, bis hierhin kommen die nicht. Oh. Oder vielleicht auch doch. Alter, bis wo kommen die bitte? Euch wollte ich doch gar nicht. Ihr seid nur ein lästiges Beiwerk. Ich wollte nur die Sachen einsammeln. Hier haben wir auch wieder was. Haben wir hier vielleicht irgendwo ein Pflänzchen, was ich mir zu Gemüte führen könnte? Auch nicht, ne? Okay, okay. Drohnen. Ach, da oben. Ja, ich sehe sie. Nein. Das war schon alles. Mehr Drohnen nicht. Okay. Dann schauen wir aber mal eben kurz hier oben, weil ich sehe nämlich... Och, das sind auch schon wieder Drohnen. Mit denen will ich grundsätzlich nichts zu tun haben. Oder es sind Vögel, weil die bewegen sich jetzt nicht so. Ich dachte jetzt nur, hier hinten wird vielleicht irgendwie ein neues Dorf angezeigt, aber... Wird anscheinend nicht. Was ist das denn hier? Ein Außenposten. Naja, gut, okay. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass hier immer noch der Baum angezeigt... Ach so, wahrscheinlich, weil ich das noch nicht reingetan habe, ne? Dann kam mir direkt die Zwischensequenz, glaube ich. Moment, sind das hier auch nochmal Drohnen? Weil das hier ist doch die Ausrüstung. Schreien ist klar, aber was ist hier vor? Da müssen wir auch nochmal Drohnen zerstören. Ach so, ja, jetzt sehe ich es. Okay. Schade, ich habe eigentlich gehofft, dass wir mit einer Stelle hier fertig sind. Aber na gut, dann halt nicht. So. Müssen wir gleich nochmal eben gucken. Wenn wir jetzt hier durch das Gebiet durchkommen. Oh, da war auch noch was Gelbes. Aber das lasse ich jetzt mal ausnahmsweise stehen. Weil ich ehrlich gesagt keine Nerven habe. So, Moment. Hier kommen die auch gleich. Keine Nerven, mich mit denen jetzt anzulegen wieder. Weil ich hier Drohnen zerstören muss. So, rechts ist schon mal eine... Keine Drohne, oder? Das ist was im Wasser, was der mir anzeigt, glaube ich. Oder auch nicht. Was ist denn da hinten? Das sind nicht die Gegner, ich weiß, aber was ist das? Vielleicht mein alter Tempel? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall krass aus. Die Frage ist jetzt, das meiste ist im Wasser, ne? Das ist Mist, weil da sind ja überall die Viecher hier. Wenn ich jetzt die gegen mich habe und noch die Drohnen, das wird richtig geil.
Achso, habe ich schon eingesammelt? Muss ich da jetzt übers Wasser? Weil da sind halt alles die anderen Gegner, ne? Moment, die Drohnen fliegen gerade zu mir, oder? Ja, sah zumindest jetzt gerade so aus. Jetzt fliegen die links rum. Kann das sein? Okay, das war es zumindest für diesen Ort hier. Ja, ja. Hab gerade keine Zeit, tut mir leid. So. Dann hier irgendwo sind noch welche. Wie viele Drohnen soll ich denn hier zerstören? Es ist nicht... Nee, aber die sind nicht... Da sind Vögel. Greifen die mich jetzt auch noch an? Da hinten sind die Drohnen, oder? Nee, das sind auch Vögel. Und hier. Irgendwo hier im Wasser. So, jetzt komme ich da nicht. Ja, das ist ja richtig blöd. Weil da hinten sind nur die Vögel. Alter, ich sehe nichts mehr. Wo? Okay, da waren sie. Ach, da rechts ist wieder ein Ausbruch. Moment, jetzt muss ich da... Jetzt muss ich da wieder zurück. Ich habe keinen Platz mehr. Wie, du hast keinen Platz mehr? Ach so, ja, weil ich mich nicht geheilt habe. Ja, ja. Entschuldigung. Wieso zieht er jetzt hier die Waffe? Ich weiß es nicht. So, Moment. Es ist direkt hier neben unserem Zuhause, aber ich würde gerne hier... Oh. Okay. Ich würde es nicht gerne machen. Sind die da oben, oder? Wo sind denn die da? Na, komm schon, Droni, Droni. Jetzt endlich alle abgeschlossen hier. Mann! Sieht so aus, oder? Okay. Dann gehen wir erstmal wieder Richtung Dorf zurück. Wieso steht da jetzt nochmal Mission abgeschlossen? Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. So, bis hierhin können sie auf jeden Fall nicht schießen. Das ist schon mal gut. Was? Och nein, ich wollte was anderes machen. So ein Desaster. Sollen wir ihn verscheuchen? Darauf schießen oder sowas? Schießen? Worum geht es? Frage Zan. Allein beim Gedanken daran wird mir schlecht. Es gibt ein Problem mit dem Galenta. Definiere Problem. Der Galenta frisst alle Moraks. Jede einzelne davon.
Er saugt sie mit dem Rüssel ein, sodass die Baumkronen völlig kahl sind und wir nichts ernten können. Verdammt, was sagt Dark über all das? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Asan! Beschütze! Du bist verletzt! Wer hat das getan? Ich! Wir müssen... Die anderen, alle umgekehrt! Die Invasoren! Wir trafen auf eine Patrouille! Sie kommen! Asan, dein Team muss auf die Baumkronen. Jawohl, Sir! Mor, sorg dafür, dass alle in Deckung gehen. Drin! Sofort! Es soll niemand verletzt werden. Wann wurde ich denn zum Häuptling? Alter! Ich hasse Spinnen! Was jetzt? Du hast genügend Nano-Zellen. Ja, das ist ja super, aber nicht mitten im Kampf, Leute. Um meine Fähigkeit von Kampffähigkeitenbaum freizuschalten. Ja, machen wir mal ganz locker im Kampf. Kein Gema. Kein Gema. Ja, gehen wir mal aus der Action raus. Ihr könnt mich doch mal, ehrlich. Was haben wir denn da? Das verbessert Rüstung, verringert erlittenen Schaden. Das ist immer gut. Der Schild hält mehr Schaden aus, bevor er zerbricht. Das ist auch gut. Da haben wir 50... Achso, ich kann nur eins von beiden machen. Nehmen wir die Rüstung. Ja, nehmen wir die Rüstung. Ist das Schiff jetzt abgehauen? Alter! Habt ihr sonst noch Probleme? Das nenne ich mal ein Desaster. Es war genau wie ich es vorhergesagt hatte. Dark, du Idiot! Dafür bist du verantwortlich. Hatzo. Ich will keine Ausreden mehr hören. Du bist in Emea nicht willkommen. Du bist hiermit verbannt. Warte. Dark ist nicht für den Angriff verantwortlich. Sondern du. Ich rufe zur Wahl. Du wagst es? Ich bin dein Häuptling. Ein wahrer Häuptling würde niemals eine Maschinenpatrouille in unser Dorf führen. Ein Zeuge hat dich gesehen, Hatzo. Verräter! Hiermit bist du verbannt! Ich bleibe. Und werde der neue Häuptling Emeas. Ha. Anstatt dein Dorf vor den Invasoren zu beschützen, hast du auf den Galenta geschossen. Ich habe es selbst gesehen. Ulukai, wo ist meine Tochter? Ich kann sie nirgends sehen. Bei den Jots. Die Invasoren haben sie... Beruhig dich, Dark. Ihr geht es sicher gut. Überlasse ihrem politischen Gezanke. Teilen wir uns auf und finden sie. Wir müssen sie finden. Gertrude, wo bist du? Das ist das Grollen des Galentas. Wenn ich ihn höre, kann er nicht weit sein. Ja, aber wir müssen erstmal die Sachen hier einsammeln. Ich brauche ja auch ein bisschen, ne? Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was wofür ist. Da ist ein Ausrufezeichen. Wieso? Da kümmern wir uns später drum. Interessiert mich nicht. Es geht hier um das Leben von unserer Tochter. Also, sowas in der Art. Wo müssen wir denn hin? Warte mal.
Einmal dem Weg folgen. Oh, komplett an dem Dings vorbei. Ich könnte auch links rumgehen und auf dem Weg mal eben bei dem einen vorbeischauen. Aber egal. Wir nehmen mal hier den Weg. Was jetzt? Ah. Ich wollte doch nur fliegen. Ich habe diesen Pilz oder was das ist da gar nicht gesehen. Habe ich mich jetzt erschrocken? So, warte mal. Wo bin ich jetzt? Hier einmal rechts und dann einmal links. Okay. Ich will nur nicht in irgendwas reingeraten hier. Oh oh. Was ist denn das hier? Ach, Moment, da war ich schon mal, ne? Die habe ich schon mal eingenommen, glaube ich. Okay, warte, warte, warte. Ich darf nicht zu schnell rein. Ach so, das sind keine Vögel. Das ist... ich dachte gerade schon. Schnitzelein! Gertrude! Wo bist du? Urukai! Was bei den Jots? Was machen all die Moraks hier? Warte hier. Da bist du. Dark, ich hab sie gefunden. Aber sie... frisst gerade. Okay, Galenta. Auf geht's. Na? Für den Galenta... Ah, ich muss schon wieder... Okay. Sind wirklich langsam, aber sicher extremst nervig. Ich muss doch nur mal an meiner Nase kratzen. Lass mich doch mal kurz an meiner Nase kratzen. So. Na, ihr Mistviecher. Dann habe ich das Gefühl, die sind zu weit weg. Du bist doch ein bisschen größer geworden, Kleines. Kann das sein? Okay, wo sind die nächsten? Diese Patrouillen kennen wir ja mittlerweile. Und ja, sie sind immer gleich nervig. So, Schätzchen, bleib mal kurz stehen. Da kommen sie wieder. Willst du rum? Kommst du mit hier rum? Okay. Boah, Alter. Sieht aber auch komisch aus, wenn der Rüssel hier so runterhängt, ne? Das ist irgendwie... Die soll aber auch nicht mich einsaugen, ne? Nur so zur Info. Wo sind die Drecksviecher? Glaubt, die wollen die unbedingt haben. Gertrude, folgt mir! Achso, folgt mir auch.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die mir überall hin folgt oder ob ich tatsächlich nur diesen Weg entlang gehen darf. So. Jetzt müssten eigentlich wieder neue Gegner kommen. Ah? Nicht? Ja, Schätzelein, dann komm auch. Ich glaube, du bist wirklich ein bisschen größer geworden, ne? Ja, komm, passt du nicht mehr da durch. Ich bin dir wieder zu schnell gewesen, ne? Ist wieder klar. Ich bin da. Gertrude auch. Ich habe den Galinta verscheucht, um sie zu schützen. Oh, red keinen Sort, Mor. Du wolltest sie loswerden und deine kostbaren Moraks retten. Darum hast du es getan. Kann sein. Aber wenigstens habe ich nicht das Dorf gefährdet, um dieses Viech loszuwerden. Denn das warst du. Du bringst Emea als Häuptling bloß in Gefahr. Lassen wir das Volk entscheiden, wer Häuptling sein soll, Verräter. Silberverräter? Hey, Schluss jetzt mit diesem Unsinn. Während ihr euch gegenseitig beschuldigt, hat jemand anderes eine Lösung für das Problem gefunden. Wieso bist du noch hier? Du bist Emeas Problem. Alles war prima, bevor du aufgetaucht bist. Ich verbanne dich. Hier fehlt das Recht, Hatsu. Die Wahl ist nicht vorbei. Lass ihn reden. Ich will wissen, was er zu... Hä? Seht, das Monster ist zurück. Da ist jemand auf ihrem Rücken. Jemand scheint sie zu reiten. Dark? Seht, es ist Dark. Dark reitet auf dem Galinta. Oh. Und wieso musste ich die dann zu Fuß abholen? Jetzt sei brav und zeig ihnen, was du kannst. Ihr solltet lieber zur Seite gehen. Was ist... Bei den Jords. Das ist so widerlich. Wunderbar. Braves Mädchen. Ganz fein. Holen wir jetzt mehr Moraks für die Ernte. Los! Diese Moraks sind völlig unversehrt. Der Galinta hat die Moraks nicht gefressen. Er hat sie aufbewahrt. Und mit der Pflanze, die Dark gefunden hat, kann der Galinta sie wieder... zurückgeben. Dark hat die Ernte gerettet! Der Galinta hat Emea gerettet! Stimmt für Dark! Dark ist unser Häuptling! Stimmt für Dark! Stimmt für... halt, was? Was war das gerade? Tut mir leid, Dark. Du hattest recht und ich nicht. Ich werde jede Strafe annehmen, die mein Häuptling ausspricht. Du hast falsch gehandelt, Mor. Doch Irren ist talanisch. Ich verzeihe dir, mein Freund. Zum Glück ist mein Baby unverletzt. Apropos verletzt. Genieß den neuen Titel, solange du kannst. Idiot. Das war nicht der letzte Angriff. Mehr Talaner werden leiden. Wenn ihnen klar wird, was für ein Narr du bist, werde ich für sie zur Stelle sein. Wirst du nicht. Hatsu, als neuer Häuptling von Emea, Sohn von Kasmir und Mutter des Galinta, verbanne ich dich hiermit. Du wirst Emea verlassen und nie zurückkehren. Mögen die Jods sich deiner erbarmen. Jetzt geh und blick nicht zurück. Du begehst einen schrecklichen Fehler. Das war noch nicht das letzte Wort der Jods. Kommt nicht jammernd angerannt, wenn die Invasoren ihren Zorn entfesseln. Ja, Moment, bist du das jetzt? Ja. Dark, Anführer von Emea, ich grüße dich. Damit hätte ich nie gerechnet. Wenn mein Vater Kasmir mich nur sehen könnte. Das alles habe ich dir zu verdanken, Uluka. Warum ist das immer so abgehakt?
Ohne mich wird das Dorf keinen weiteren Angriff überleben. Ich weiß. Ich kann dich nicht bitten, hier zu bleiben. Ich bitte Azan darum, mehr Beschützer auszubilden. Azan und sein dämlicher Bogen reichen nicht aus. Hast du einen Vorschlag, mein Freund? Ich weiß nicht. Vielleicht können dir die Dolotai-Wächterinnen helfen, das Dorf zu schützen, wenn sie die richtigen Waffen bekommen. Du bist jetzt der Anführer. Du entscheidest. Ich bin kein Feigling wie Hatzo. Wir bekämpfen die Invasoren mit dem, was wir haben. Ja, aber wenn ich so drüber nachdenke, wir können ja noch neue Waffen besorgen. Ich denke mal, oder eine neue Waffe. Ich denke mal, die ist für uns. Aber da war ja noch irgendetwas, was den Wächterinnen scheinbar wichtig war. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Vielleicht können die damit ja auch dem Dorf helfen. Das Dorf erblüht. Gute Arbeit, Dark. Das Dorf erblüht. Doch seine Bewohner verzweifeln. Machst du Witze? Worüber jammern sie denn jetzt? Das Dorf ist sicher, die Ernte wird geerntet. Es fallen keine Pflücker mehr aus den Bäumen. Alle schwimmen in Sorkins. Wenn ihr jetzt noch ein paar Kellerkneipen hättet, dann wäre Emea ein Paradies. Die Kinder, Ulukai. Sie vermissen ihre Kinder. Die jungen Talaner, die Arbeit im Norden suchten, sind jetzt vermutlich Gefangene der Invasoren. Ich glaube, sie sind jetzt Sklaven in den Helidiumminen von Desan. Sie müssen wieder frei sein. Und zurück, wo sie hingehören. Bei ihren Familien. Dieselben Familien, die dich vor kurzem noch einen Narren schimpften? Als Anführer Emeas muss ich meine Vergangenheit hinter mir lassen. Das sind nun meine Familien. Es ist meine Pflicht, ihnen zu helfen. Und das nennt man wahre Größe. Macht der Galenta dir Sorgen? Er sieht gesund aus. Sieh nochmal hin! Sie hat Schmerzen, Ulukai! Hörst du es nicht? Ihre Schreie rauben mir den Schlaf! Ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann. Du musst etwas unternehmen. Was soll ich tun? Eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Ha! Diese verdammten Kamenai greifen sie an. Der Geruch unserer Ventilopen hat sie angelockt. Und sie umkreisen jetzt das Dorf. Azan wird mit ein paar Flatterviechern fertig. Bleib ruhig. Ich will nicht ruhig bleiben. Azan kann die Kamenai von den Ventilopen fernhalten. Doch er darf nicht in der Nähe meiner Tochter schießen. Die Kamenai sind schlau. Sie heften sich wie Parasiten an ihren Rücken, um von ihr zu fressen. Sie reißen ihr Fleisch in Stücke. Und ich kann nichts tun, als zuzusehen. Azan ist nicht geschickt genug. Er würde bloß daneben schießen und mein Baby verletzen. Okay, okay, ich kümmere mich darum. Dein Baby kümmert sich ganz allein um die Ernte? Nicht übel. Ich sagte doch, vertrau mir, Ulukai. Endlich offenbart sich der Wille der Jots. Emea gedeiht. Es ist noch etwas früh, die Sektkorken knallen zu lassen. Die Invasoren könnten jetzt jederzeit mit voller Kraft zurückschlagen. Sorge dich nicht, Ulukai. Azan bildet weitere Beschützer aus. Die Morag-Ernte läuft wieder. Emea wird so stark wie noch nie zuvor. Die haben genug Feuerkraft, um diesen Ort auszulöschen. Bleib wachsam, Dark. Tu nichts, was ich nicht tun würde. Mein Abenteuer geht weiter. Sei ein Vorbild. Geh mit den Jots, Ulukai. Ja, jetzt zeigt er da hinten schon Feinde an. Das finde ich nicht gut. Eliminiere die Kamenai. Ja, gut. Beziehungsweise nicht gut. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt aber erstmal trotzdem noch einen kleinen Cut. Dann werden wir die Kamenai da hinten auf jeden Fall noch umbringen und dann müssen wir uns, wenn nicht schon wieder irgendeine Zwischensequenz dazwischen kommt, auch mal darum kümmern, dass wir wegen der Waffe gucken, dass wir da eine bessere Waffe bekommen oder wie auch immer. Und wenn das dann noch in der gleichen Folge reinpasst, dann würde ich mich auch gerne darum kümmern, wegen dem Wächterin, wegen dieser Sache mit diesem Tempel oder was sie da gesagt hatte. Weil, ja, irgendwie gerade auch nach dem Spruch, den wir hier gebracht haben, von wegen die Wächterinnen könnten, ja, unserer kleinen Gertrude helfen. Vielleicht heißt sie jetzt in der nächsten Folge auch wieder anders, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir den Namen merken kann. Aber ich denke, vielleicht könnte das auch ein bisschen mit zusammenhängen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde es trotzdem auch gerne gemacht haben. Deswegen wird das so ein bisschen Prio werden. Vorausgesetzt, dass nicht wieder eine Zwischensequenz kommt. Was muss ich tun? Du musst jetzt erstmal einen Cut machen, rausgehen und dann in der nächsten Folge 10 Kamenai töten, Kleiner.
Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!